Hallo, hier ist Brigitte von Stempelfantasie und heute möchte ich euch diese kleine Hexagon-Box zeigen, schon leicht österlich angehaucht mit diesem kleinen Haserl obendrauf. Das hat mich so angelacht, das musste ich jetzt machen. Genau, die Box lässt sich ganz gut hier unten öffnen, sollte sie zumindest. Und lässt sich ganz gut auch mit Ostereiern füllen oder einer sonstigen Kleinigkeit, Schoki oder wie auch immer. Hat im Rand hier ein kleines Herzerl. Und genau, deshalb ist auch das Unterteil in einer anderen Farbe. Also man kann es auch ganz in Weiß machen, aber ich fand es ganz nett, wenn hier so eine andere Farbe rausguckt. Genau. Ja, dann legen wir mal los. Ich habe dafür die Stanzformen, diese Hexagon-Stanzformen, aus dem Stanzformset geometrisch abstrakt hergenommen. Da sind wirklich schöne Stanzformen dabei. Ich werde auch mit diesen kleinen, die gibt es auch ganz in klein noch. Sind jetzt die größte und die zweitgrößte Stanzform in diesem Hexagon-Format. Und es gibt auch noch ganz kleine, da werde ich mir jetzt auch mal eine Karte überlegen. Habe schon eine Idee im Kopf. Und genau, und damit lassen sie sich ganz einfach machen. Ich zeige euch jetzt wie. Und zwar brauchen wir, ich mache jetzt mal eine in Aquamarin. Habe schon alles hergerichtet. Und zwar brauchen wir zwei Streifen Farbkarton. Einmal in Grundweiß extra stark. Für den Deckel und einmal in Farbkarton in der Farbe eurer Wahl. Ich habe jetzt wie gesagt Aquamarin genommen. Die Maße von dem farbigen Farbkarton, das ist nämlich das Unterteil und das hat die Maße 20,2 cm mal 5 cm und das hat die Maße 20,7 mal 5 cm. Also sehr ähnlich, nur ein Ticken größer, weil das ja der Deckel ist und der oben drüber muss. So, und zwar holen wir jetzt mal den Papierschneider. Ich fahre den schon mal aus. So, ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Sollte so funktionieren. So, und zwar starten wir mit dem farbigen, also 20,2 mal 5 cm Farbkarton. Und zwar falzen wir bei 3,2, das mache ich immer auf der rechten Seite noch, 3,2. So, dann geht es weiter bei 6,4 cm, bei 9,6 cm, bei 12,8 cm. Bei 16 cm und bei 19,2 cm. So, dann drehen wir es einmal zur Seite und falzen es. Mal so und falzen es bei 1 cm an der kurzen Seite. Na, jetzt ist es rausgeflogen. So. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Das Gleiche machen wir auch hier. Jetzt fangen wir hier an der kurzen Seite mal an. Das nehme ich dann auch bei 1 cm. So, dann legen wir das an bei 3,3 cm. Also im Prinzip pro Seite 0,1 cm mehr als bei dem Unterteil. So, also 3,3. Jetzt drehen wir rum. 6,6, 9,9, 13,2, 16,4 und 19,7. So. Haben wir jetzt. Jetzt können wir das erstmal weglegen. Das falten wir jetzt nach an diesen Falzlinien.
Hier nehme ich eigentlich selten ein Falzbein, weil es damit, also so stark muss es gar nicht geknickt sein. Deshalb reicht mir das so, wie es jetzt ist. Genau. Eine Schere habe ich hier. Jetzt schneiden wir das. Das hier ist die Klebelasche. Die schneide ich jetzt nur hier so ein bisschen ein, damit da oben nichts rausguckt. Und die schneide ich ein bisschen mehr ein. Zeige ich euch gleich warum, damit die nämlich hinter unten beim Zusammenkleben nicht so überlappen. So funktioniert das gut. Ihr könnt auch vor dem Schneiden hier doppelseitiges Klebeband draufpacken. Ich mache das aber tatsächlich lieber mit Tombow, weil da kann man es noch mal schön verrutschen. Aber das seht ihr gleich, wenn wir soweit sind. So, das als erstes. Das ist der Deckel. Den lassen wir jetzt erstmal noch liegen. Jetzt fangen wir mit dem hier an. Also bitte noch nicht zusammenkleben. Auch das zeige ich euch gleich, warum. Jetzt fangen wir an, das hier erstmal zusammenzukleben. Schön flächig, also da ruhig dünn, aber möglichst regelmäßig überall das aufkleben, dass es schön hält. Und dann setzen wir das hier zusammen. Und jetzt können wir das schon so ein bisschen in Hexagonform bringen. Und das meinte ich eben, weshalb ihr das gut einschneiden sollt, damit sich die hier nicht überlappen. Und das funktioniert so ganz gut. Jetzt bringt ihr euch das so ein bisschen in Form und macht hier nochmal das Gleiche. Also schön gleichmäßig den Kleber aufbringen. Also wie gesagt, ihr könnt das auch mit doppelseitigem Klebeband machen. Ich glaube, das muss man machen, so wie man es am liebsten macht. Wie man am liebsten arbeitet, mit welchem Material. Also ich finde das hier, der hält bombenfest und das, gerade weil man das unten abzieht, also von die Box so öffnet, finde ich es wichtig, dass es auch richtig gut hält. So, jetzt habe ich einmal in Weiß das hier ausgeschnitten und setze das hier drauf. Und das muss man da gleich noch ein bisschen verrücken, dass es auch richtig passt. Also, ich drehe das jetzt mal rum und das darf, da ist ein ganz kleiner Rand steht da über, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das muss auch so. So. Und das setzen wir jetzt so hier rein oder drücken hier nochmal gut fest. Wenn das passt, können Sie noch einen Ticken nach außen. Genau. Und wenn das so stimmig ist für euch, dann drückt ihr es hier nochmal schön fest, damit man hier nicht so den Kringel sieht. Habe ich dann nochmal die kleinere Stanzform genommen. Eigentlich, wo ist die? Ne, habe ich jetzt nicht. Die habe ich tatsächlich vergessen, nochmal auszustanzen. Egal, ich zeige es euch nur, das mache ich hinterher noch. Nehme eine kleinere Stanzform und packe die hier unten rein. Das ist nämlich jetzt eigentlich das für außen. So, und dann könnt ihr das so mittig setzen und dann habt ihr da einen ganz schönen Boden drin. Genau, das lege ich jetzt erstmal an die Seite. Nee, das lege ich nicht an die Seite. Stopp! Wir brauchen das nämlich jetzt. Deshalb auf jeden Fall erst das machen. So, das ist die Schnittkante. Das heißt, die muss nach hinten. Und auf diese Schnittkante lege ich mir das jetzt so hier drauf. Und zwar direkt schon so, dass der Rand hier oben ist, weil da kommt ja der Deckel drauf. Und das lege ich mir jetzt so einmal hier rum, dass es passt. Und dann klebe ich es zusammen. Und so habe ich die Gewissheit, dass es tatsächlich auch nicht zu groß oder zu eng ist oder wie auch immer, sondern genau hier drum passt. Das heißt, ich halte das jetzt hier fest, packe mir wieder hier Kleber drauf und legt das so drum,
dass es nicht zu eng ist, dass es hier gut passt und ich es dann hinterher auch noch abziehen kann. Wenn ihr, also ich habe hier für das Herzchen, habe ich noch diese Uraltstanze, diese Mini-Stanze, die kann ich auch noch in zusammengebastelt, also zusammengeklebtem Zustand ausstanzen, weil das so schmal ist hier. Das heißt, da passe ich noch wunderbar rein. Wenn ihr was mit der Stanz- und Falz, meine Güte, mit der Stanz- und Prägemaschine ausstanzen wollt, ein Herzchen oder ein anderes Motiv, dann müsst ihr das natürlich vor dem Zusammenkleben machen, gell? So, und jetzt habe ich das auch schon direkt in der Form, wie ich es brauche. Nehme jetzt mal das zweite Hexagon und dann mache das gleiche wieder. Also ich packe hier wieder schön dicht den Kleber drauf. Oh, ich liebe diese Hexagonform. Ich finde die total schön. Damit kann man auch super viel Schönes machen. So, und packt das jetzt hier oben drauf. Und ihr seht, dass da gar nicht mehr viel übersteht. Ihr könnt hier noch ein bisschen hin und her schieben. Aber dadurch, dass es ein bisschen ein Ticken größer ist als der Unterteil, geht das auch hier ganz gut aus. So. Und jetzt ist die Box schon fast fertig. So. Ihr könnt die jetzt nochmal abziehen. Und ihr seht, es funktioniert wunderbar. Und das gleiche innen drin nochmal machen. Und wenn euch das hier stört, könnt ihr auch nochmal, also ich habe es bei der anderen Box, habe ich es in weiß gemacht. Da habe ich einfach auch nochmal so ein kleines Sechseck ausgestanzt und reingeklebt. Genau, also hier nochmal festdrücken. Dann gucken, das ist die Schnittkante, das heißt, das muss nach hinten. Und dann nehme ich mir jetzt das hier so mittig vor, packe das hier rein und stanze das aus. Aber wie gesagt, das geht nur, wenn ihr so eine kleine Stanze habt. Wenn ihr es mit der Stanz- und Prägemaschine macht, müsst ihr es vor dem Zusammenkleben machen. Genau, hier kommt nochmal normal noch das Papier rein. Ich hatte das hier in, das habe ich eben gezeigt, in Gold noch mit drin. Das fand ich auch ganz schön, so einen schönen Boden, nochmal einen Hingucker. Das mache ich dann später. Jetzt packen wir das erst nochmal schön zusammen. So, jetzt kommt das hier drauf. Das ist halt, wie gesagt, die zweitgrößte Stanze, Stanzform. So. Dann kommt das Hasi. Das habe ich übrigens, ich muss es nochmal nachschauen. Ich weiß es echt nicht mehr, bei wem ich das gesehen habe. Letztes Jahr an Ostern habe ich das irgendwo gesehen. Da hat nämlich jemand die geniale Idee gehabt. Also wenn ich es wieder finde, dann verlinke ich es euch auf jeden Fall noch im Beitrag und auch unter dem Video. Und zwar Gänseblümchenstanze. Das funktioniert wunderbar, wenn man nämlich dann einfach das so auseinanderschneidet, dass noch zwei übrig bleiben. Dann nehme ich mir einen Kreis, eine Kreisstanze und klebe mir die Hasenohren sozusagen dahinter, sodass ich so ein Haserl habe. Ich habe das dann ein bisschen mit Schwämmchen eingefärbt, die Ränder, damit die sich ein bisschen abheben. Und dann habe ich mit dem Wing of Stella und einem Stempelkissen einfach am Rand ein bisschen Farbe aufgenommen vom Stempelkissen und hier so ein bisschen Rosé reingebracht. Und direkt die Ohren, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass das ein bisschen glitzert. Ich habe die dann noch ein bisschen mit hier eingepinselt mit dem Wink of Stella, sodass es leicht glitzert. So, ups, so sieht das Ganze aus auf der Rückseite. Und jetzt schneide ich mir mal hier zwei kleine Streifen. Dafür nehme ich immer super gern den Rand. Der eine Streifen kommt. Na, der ist es. So. Einmal hier und ein Babbal hier. Und dann kann ich das Hasi dann schon aufkleben. So ist es so.
So. Dann habe ich noch einen kleinen Anhänger fertig gemacht. Und der kommt jetzt mit einem Stück Leinenfaden, den ich hier so zweimal drum wickel. Also ich fange hier, soll ja irgendwo hier rauskommen. Das Schleifchen hier irgendwo rechts. Das heißt, ich mache das so, fixiere mir das hier und lege das einmal zweimal drum. So, und dann mache ich mir einfach hier, da muss ich noch ein bisschen ziehen. Das wird sonst so weit hinten. Das kann ich aber auch hinterher immer noch ziehen. Dahin, wo ich es haben will, das Schleifchen. So, jetzt gucke ich erstmal, dass ich eine regelmäßige Schleife habe. Packe ich mir das hier rein. Hier durch. So, und jetzt habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Jetzt kann ich nämlich das hier in Ruhe zur Schleife binden, weil nichts mehr verrutscht. So, und mir das Schleifchen hier so binden, wie ich es gerne hätte. Und dann entsprechend kürzen, sodass es genauso ist, wie ich mag. So. So passt es doch gut. Ich muss sogar gar nichts mehr kürzen. Und jetzt ziehe ich mir das noch in die Position, wo ich es haben will, hier so aufs Eck. Und fertig ist die kleine Box, Hexagon-Box. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ja, kann man in ganz vielen Varianten machen mit Craft. Sieht es bestimmt auch komplett in Craft, sieht es auch nett aus. Man kann es in den ganz verschiedenen Pastelltönen machen, wie es euch gefällt. Auf jeden Fall ist das schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf Ostern. Also meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wenn euch das Video gefällt. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben unter dem Video. Und ich freue mich auch über all eure Kommentare und die Produkte von Stampin' Up. Also das ist tatsächlich ein Stempel, der ist nicht von Stampin' Up, aber ansonsten sämtliche Produkte, die es im aktuellen Sortiment gibt, die könnt ihr natürlich auch bei mir bestellen. Meldet euch gerne und schaut mal auf www.stempelfantasie.com, da findet ihr alle Informationen. Also einen schönen Tag, ciao!